Mit The Gunk wagen die SteamWorld-Macher ihren Vorstoß in 3D-Gefilde. Das Action-Adventure punktet in erster Linie durch seine Geschichte, flacht aber in Sachen Abwechslung und Gameplay ab. Hallo zusammen, hier ist Dennis Hiller von Gamers Global. Willkommen zu unserem neuesten Test. Das Studio Image & Form ist vor allem durch die SteamWorld-Spiele bekannt. Von Metroidvania über Rundentaktik hin zu Sammelkartenspiel haben sie schon viele Genres abgeklappert. Mit The Gunk haben sie nun ein waschechtes 3D-Abenteuer in petto. Im Zentrum steht wenig überraschend der namensgebende Gunk-Glibber. Den entdecken die Protagonistin Rani und ihre Partnerin Bex auf einem ihnen unbekannten Planeten, den sie besuchen, um einer ungewöhnlichen Energiesignatur nachzugehen. Bei ihrer Erkundungstour stellt Rani schnell fest, dass der Gunk und eine mysteriöse alte Alienrasse in irgendeiner Weise zusammenhängen. Now what's this fellow's deal? What were you up to? Holy crap, this thing is old, a couple centuries at least. Zwar ist die Geschichte rund um die schwarz-rote Pampe und die verschwundene Gesellschaft durchaus interessant, die Story von Bex und Rani ist aber eigentlich das Highlight des Spiels. Das liegt nicht zuletzt an der Dynamik der beiden untereinander. Die Funksprüche triefen vor freundschaftlichen Frotzeleien und Anekdoten aus der Vergangenheit der beiden Pleitegeier. I want some diagnostics on Bunny just to be safe. Now? I was thinking we could do some exploring together. Avoid the boring stuff, you mean? No. Schnell wird klar, der Gunk muss weg. Praktischerweise hat Rani einen mechanischen Arm, den sie liebevoll Kürbis nennt. Dieser hat einen Supersauger installiert, mit dem ihr den bösen Schlamm inhaliert. Habt ihr einen Abschnitt gesäubert, fängt die wunderschöne Natur wieder an zu sprießen, was auch weitere Möglichkeiten zur Erkundung offenbart. Beispielsweise wachsen an vielen Stellen besondere Samen, die ihr ansaugen und in Energiepfützen schleudern müsst, um Pflanzen wachsen zu lassen, die als Plattformen fungieren. Eine andere Art von Pflanze explodiert wenige Sekunden, nachdem ihr sie gepflückt habt. Richtig geraten, damit räumt ihr versperrte Pfade frei. Im Storyverlauf erhaltet ihr außerdem ein Blasterkanonen-Upgrade für Kürbis. Damit könnt ihr die Früchte auch von der Decke schießen und Schalter auslösen. Und das war es im Kern auch schon an Umgebungsrätseln. Es gibt vereinzelt noch Hebel, die ihr mit eurem Sauger herausziehen müsst, oder Turbinen, die ihr in Bewegung bringt, um Plattformen zu drehen. Aber die grundlegende Formel ändert sich in den nur etwa 4-5 Stunden Spielzeit kaum. Gelegentlich findet ihr noch versteckte Pfade. Hier könnt ihr zusätzliche Ressourcen finden. 4 Stück gibt es, genutzt werden sie, um Upgrades am Landeplatz eures Raumschiffs zu kaufen. Hierhin kommt ihr komfortabel über gut verteilte Schnellreisepunkte. Die Aufwertungen lassen euch rennen, ihr verstärkt euren Blaster, steigert eure Rüstung oder erhöht die Kraft eures Saugers. Nun könntet ihr fragen, warum in einem so wahrlich pazifistischen Spiel überhaupt Rüstung nötig ist. Ganz einfach, der Funky Gunk ist nicht die einzige Widrigkeit. Es gibt sage und schreibe 3 Gegnertypen, die sich euch in den Weg stellen. Die sind alle leicht zu besiegen, ihr saugt sie heran und werft sie, fangt ihre explosiven Geschosse auf und schickt sie zurück zum Absender, oder ihr weicht ihnen aus und saugt den Punkt auf ihrem Rücken an. Für mich hätte es die Gegner aber gar nicht gebraucht. Denn The Gunk zieht seinen Charme aus der oftmals wunderschönen und geheimnisvollen Spielwelt. Und die wenigen Monster stellen keinerlei Bedrohung dar. Rani hält selbst ohne Rüstungsupgrade eine Menge aus. Seid ihr doch mal dem Ableben nahe, reicht es, die Gunk-Zone zu verlassen und ihr heilt automatisch. Saugen wir mein Fazit heran. Die ersten Schritte auf dem unbekannten Planeten von The Gunk hatten etwas Magisches. Denn das Biotop ist wunderschön und ich wollte schon wissen, was es mit dem ekligen Schleim auf sich hat und warum er diese Naturidylle attackiert. Dazu gesellt sich die fantastische Dynamik zwischen Rani und Bex. Die beiden sind einfach ein herzerwärmendes Duo. Da verkrafte ich auch, dass sich das Spiel in der sehr kurzen Zeit kaum weiterentwickelt und die Upgrades zwar nett, aber nie wirklich zielführend oder gar essentiell sind. Gut, bis auf die Saugerverbesserungen, denn teils gibt es Stellen, an denen ihr nervig viel Gunk wegsaugen müsst. Allerdings, und das ist weitaus weniger vernachlässigbar, wirkt die Story rund um den Gunk-verseuchten Planeten sehr gehetzt. Das liegt daran, dass gute 4 Stunden kaum reichen, um eine tiefschürfende Geschichte zu erzählen. Da hilft es auch nichts, dass ihr einige Umgebungsobjekte und Pflanzen scannen könnt, um mehr über den Planeten zu erfahren.
zusammen mit der gelegentlich etwas hakeligen Steuerung und der hinter offen wirkenden Abschnitten versteckten strengen Linearität verbauen sich die Entwickler die Möglichkeit, aus The Gunk ein Abenteuer zu machen, das begeistert. Wenn ihr aber Lust auf einen kleinen entspannten Ausflug abseits der AAA-Straßen habt und dazu noch Game Pass-Abonnent seid, dann könnte Ranis Trip auf dem fremden Planeten durchaus ein Blick wert sein. Meine Note lautet 7.0 von 10. Diesen Test gibt es in Textform frei für alle auf gamersglobal.de. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da.